Hallo ihr Lieben. Bald ist Weihnachten. Steht ihr auch auf etwas kitschige Beleuchtung in dieser Zeit? Dann habe ich heute etwas Schönes für euch. Viel Spaß dabei. Wer auf der Suche nach einer stimmungsvollen Beleuchtung in der Adventszeit für sein Haus oder die Terrasse ist, aber auf flackernde bunte Lichter verzichten kann, für den ist dieser Schneeflockenprojektor vielleicht genau richtig. Er wird mit einem Erdspieß und einer Standplatte geliefert, die einfach untergeschraubt werden, je nachdem, wo der Projektor eingesetzt werden soll. Der Projektor besteht, wie zu erwarten war, aus Kunststoff und ist mit der Schutzklasse IP44 für den Einsatz im Freien gedacht. Der anschraubbare Netzadapter ist ebenfalls spritzwassergeschützt ausgeführt, bedarf aber dennoch einer regengeschützten Steckdose. Mit der Fernbedienung lassen sich die unterschiedlichen Muster und Symbolbewegungen einstellen, auf sie komme ich gleich noch zu sprechen. Eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache darf natürlich auch nicht im Lieferumfang fehlen. Die Prisma-Oberfläche erinnert stark an eine Disco der 80er Jahre, was natürlich bei den Älteren unter uns nostalgische Erinnerungen wecken könnte. Stecker und Buchse des Netzteiles werden polunverwechselbar sicher miteinander verbunden und dann der Erdspieß oder die Standplatte angeschraubt. Die Anschlussleitung ist mit 2 Metern ausreichend lang und wenn die Batterie in der Fernbedienung Kontakt hat, kann die praktische Demonstration losgehen. Über einen Schalter erfolgt die Spannungsversorgung und sofort ist der kleine Motor, der für die unterschiedlichen Lichtspiele sorgt, zu hören. Links oben befindet sich der Ein-Ausschalter an der Fernbedienung. Die Modi-Taste schaltet, wie kann es anders sein, zwischen den einzelnen Beleuchtungsmodi um. Mit der Flash-Taste wird der Wechsel zwischen den Symbolen eingestellt und die Plus- und Minus-Tasten geben die Geschwindigkeit für den Motor, also für die Schneeflocken, vor. Mit den unteren Tasten auf der Fernbedienung kann die Einschaltdauer zwischen 2 und 8 Stunden programmiert werden, was nach der Übermittlung der Einstellung durch ein mehrfaches Blinken des Projektors quittiert wird. Hier sehen Sie nun die unterschiedlichen Schneesymbole, die wahlweise eingestellt werden können. Sie können entweder statisch sein oder aber sich langsam oder schnell bewegen. Bei dem Anblick wird mir ganz weihnachtlich zumute. Und auch Ihre aufmerksame Nachbarschaft und die Nachtspaziergänger sollten neben Ihnen ihre Freude daran haben. Natürlich gibt es noch viele andere Projektoren, von denen Sie eine Auswahl unter dem Video verlinkt finden. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Ich freue mich schon, wenn Sie das nächste Mal wieder zusehen, wenn wieder etwas unklar sein sollte.